Ja, bittere Niederlage für uns. Irgendwie fühlt es sich nicht gerecht an, aber ich glaube, wir haben es dann auch, sage ich mal, ein bisschen dumm gemacht. Vom 3-3 haben wir den Ball am Fuß, sind nicht bedrängt, spielen Gegner in den Fuß, laufen in der Vorwärtsbewegung bei 3-2-Führung in Konter rein. Das war ein bisschen unnötig. 4-3 war auch, sage ich mal, nicht konsequent verteidigt. Wenn du nicht mehr die Kraft hast, fußballerisch das Ganze zu lösen, dann musst du auch mal vielleicht mal so dreckig spielen, die Bälle nach vorne kloppen. Haben wir nicht gemacht. Am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Von daher Glückwunsch an die DJK. Fühlt sich ein bisschen blöd an jetzt, aber das wirft uns jetzt auch nicht um.